Bei uns sehen Sie heute eine Reportage aus dem Kurier-Zeitungshaus. Wie entsteht die Zeitung, von der Idee bis zum fertigen Produkt? Und wie entsteht der Online-Kurier? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. 9 Uhr. Online-Redakteurin Yvonne Wiedler kommt im Kuriergebäude in Heiligenstadt an. Ihr Arbeitsplatz mitten im großen Newsroom der Redaktion im 3. Stock. Seite an Seite mit den Kollegen und Kolleginnen, die sich um die Printausgabe kümmern. Im Idealfall ist es so, wenn wir uns in der ersten Konferenz in der Früh am Tag auf eine Geschichte einigen, dass der Redakteur, der sie macht, eine Version für Online und eine für Print macht. Dann spricht man sich natürlich mit dem Online-Chefredakteur ab, aber auch mit dem jeweiligen Ressortchef, den das Thema belangt. Für den Vormittag hat die ÖVP kurzfristig erst heute Morgen eine Pressekonferenz angesetzt. Das Innenpolitikressort verschiebt deshalb seine interne Sitzung, in der die Themen des Tages besprochen werden, heute nach vorne. Während die Pressekonferenz auch auf der großen Videowall im Newsroom läuft, verfolgen andere Redakteure den Stream an ihrem Arbeitsplatz. Ebenso Chefredakteur Helmut Brandstätter, während er sich auf die gemeinsame Konferenz aller Ressorts vorbereitet. Ja, die Konferenz wird ja von vielen Kolleginnen und Kollegen vorbereitet in den Ressorts und ich selber lese ab der Früh, telefoniere viel, habe heute schon mit Politikern gesprochen, möchte wissen, was los ist in Österreich. Und zwischendurch lese ich auch Bücher über die österreichische Identität. Damit muss man sich immer beschäftigen, egal wann. Aber man kann sich hier im Zimmer aus auch umschauen. Ich lese viele Biografien von Politikern, historische Bücher. Wissen ist Macht und je mehr man weiß, umso besser. Dann geht es ab in die Redaktionskonferenz. Denn Redaktionsalltag bedeutet auch oft Besprechungen und Sitzungen. Jo, herzlich willkommen. Sebastian Kurz eröffnet die Regierungsverhandlungen. Hier treffen alle Ressorts zusammen. Politik, Chronik, Kultur, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft, die Fotoredaktion und viele mehr. Zurück von der Konferenz. Yvonne Wiedler schreibt einen Innenpolitikartikel und fügt ihn in die Online-Maske ein, damit er gleich auf der Website veröffentlicht werden kann. Wir sind ja hier in der Online-Redaktion dafür verantwortlich, dass wir alle News, die reinkommen über die Abbau oder Geschichten, die wir selber produzieren, aufgrund von PKs oder anderen Happenings so schnell wie möglich auf kurier.at publizieren können. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Online-Chefredakteur ist auch gerade da hinten gestanden, hat es abgesegnet. Redigiert wurde es auch schon, Geschichte ist online. Die Arbeit am Blatt beginnt meist schon bei der Terminauswahl am Vorabend. Je nachdem gehen dann ich und meine Kollegen zu verschiedenen Terminen und liefern vielleicht teilweise schon etwas für online dazu, dass wir eben anrufen und Hintergrundeindrücke wiedergeben und kommen dann in die Redaktion und schreiben dann dort eigentlich unsere Artikel. Am Schreibtisch gleich neben Ida Metzger sitzt ein Kollege, der statt wie die meisten hier mit der Tastatur hauptsächlich mit Feder und Stift arbeitet. Michael Pammesberger. Karikaturist vom Kurier. Also der wichtigste Teil der Arbeit entsteht hier am Schreibtisch. Blatt Papier, ein Stift und die erste Skizze. Natürlich muss ich vorher wissen, was los ist, muss mich informieren, muss auch mit den Kollegen und Kolleginnen reden. Ich versuche einfach aktuell zu sein, wirklich am Tag und was passiert. Und das ist wichtig, dass man ein bisschen schaut, was los ist, was die anderen haben, was in der Zeitung steht und was überhaupt das Thema des Tages ist. Seit 20 Jahren zeichnet Pammesberger bereits für den Kurier. In der Karikatur heute geht es um die türkisblaue Regierungsbildung. Ich habe hier eine Skizze vorbereitet. Das kann ich jetzt nur herzeigen. Bilder kann man schwer beschreiben, aber das eine Pärchen ist eben, es gehört zu jedem Teil der Bevölkerung, die entsetzt sind, die denken daran auszuwandern. Der andere war bis jetzt entsetzt und hat im Schlafzimmerkasten gelebt, ist aber jetzt beruhigt, weil die FPÖ in die Regierung kommt. Manche, wie ich gesagt habe, nehmen das Ganze eher opportunistischer und wechseln die Farbe. Ich habe mir jetzt da schnell im Internet ein paar Chamäleons hergeholt, weil man weiß ja nicht gleich als Zeichner genau, wie ein Chamäleon ausschaut. Ich habe es aber eh nicht viel verändern müssen. Wir fahren hinauf in den 6. Stock vom Kuriergebäude. Thomas Krallinger bespricht sich zwischen zwei Terminen mit seinem Büroleiter Matthias Ranjay. Krallinger leitet nicht nur die Geschäfte des Kurier, sondern ist auch in der Geschäftsführung der Mediaprint. Ich hatte jetzt gerade einen Termin mit unserem Vertriebschef. Da geht es um den Verkauf des Produktes, unseren Club und so weiter. Und jetzt gehe ich auch noch zu unserem Chefredakteur und wir besprechen die neue Organisation des Kurier und hoffen, dass wir da bald ein Stückchen weitergekommen sind. Zurück in die Redaktion zu Yvonne Wiedler.
Für ein Update ihres Online-Artikels sucht sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Brigitte Drwaritsch aus der Fotoredaktion nach einem zusätzlichen Bild. Der Jörg, unser Fotograf, war eh dort bei der Pressekonferenz. Ah, super, heute. Genau, perfekt. Direkt heute. Die sind schon im System, die hat er schon geschickt. Die super. Können wir uns jetzt anschauen, wenn du magst. In der Zwischenzeit ist es 13.30 Uhr. Chef vom Dienst im Newsroom ist heute Harald Eggenberger. Er wirft einen letzten prüfenden Blick auf die Nachmittagskompaktausgabe vom Kurier, bevor er sie zu den Kollegen in die Schlussredaktion und dann in den Druck schickt. Also ich schaue mir jetzt gerade die Seiten an und mache eine Endkontrolle, habe also die Geschichten alle gelesen. Ja. Man sieht es daran, dass da hier alle Jobs grün sind. Ja. Die anderen Jobs, die violett sind, die müssen erst gelesen werden. Und wirf einen Blick auf die Seite, ob alles okay ist, ob keine Übersetzer drauf sind und so. Und dann schicke ich die Seite in die Druckerei, kriegt hier einfach einen violetten bzw. grünen Rahmen und läuft dann da unten, das ist ein System, wo ich sehe, welche Seiten schon in der Druckerei sind, ja, läuft dann hier langsam ein. Also man sieht die leeren Stellen, auf diese Seiten wartet die Druckerei noch und die Seite kommt dann weiterher. In der Druckerei haben die dann so eine Belichtungsmaschine, das ist ein schöner großer Apparat. Da machen sie für jede Druckseite vier verschiedene Druckplatten, die bestehen aus, ich glaube, Aluminium, also aus einem Leichtmetall. Und man kann sich das anschauen, zum Beispiel anhand dieser Seite, die vier Platten, das ist halt das klassische Prinzip mit den vier verschiedenen Farben. Es gibt ein Schwarze, ein Cyan, Magenta und Gelb. Und diese vier Druckplatten übereinander gelegt, ergeben dann halt diese Farbseite. Und dann geht die erste Zeitungsausgabe des heutigen Tages in den Druck. Hier in Wien-Inzersdorf kommt der Kurier auf Papier. Die Produktion ist vollautomatisiert. Um sicherzustellen, dass keine technischen Fehler passieren, gibt es aber Kolleginnen und Kollegen von der Qualitätssicherung, die hier und da stichprobenartig einen Blick auf die Zeitung werfen. Also Inhalte, den Text schauen wir uns nicht an, sondern eher die Druckfehler eben auch. Oder wenn es Verschmierer sind oder Staub von Drucktüchern, dann sagen wir das auch. Und dann kann es sein, dass das eben nochmal gedruckt werden muss, wenn es uns erst zu spät auffällt. Oder ansonsten in der Produktion muss einmal durchgewaschen werden und dann kann es weitergehen. Zurück in der Redaktion. Die erste Ausgabe des morgigen Tages ist fertig und wird draußen bereits ausgeliefert und auf Schüttkästen und Trafiken verteilt. Währenddessen geht hier die Arbeit für Redakteurinnen wie Yvonne Wiedler weiter. Auch die Termine für morgen wollen geplant sein, für Kurier.at und die Printausgabe. Und auch wenn es für Yvonne Wiedler am späten Nachmittag nach Hause geht, bleiben dafür andere im Dienst. Ein Zeitungshaus schläft nie.